Guten Tag, liebe Freunde des Wortes Gottes. Heute zur systematischen Theologie unter Hamartologie, Lehre der Sünde. Einige einfache Gedanken. Dieses Ganze könnt ihr nachlesen, und zwar, ich zeige es kurz, ihr geht auf bibelkreis.ch und dort unter dieses Forum und dann unter systematische Theologie, dann zu Hamartologie und dann sind wir hier. Hamartologie, der griechische Ausdruck des Neuen Testamentes und das hebräische Wort Chata, da gibt es aber noch weit mehr Worte, bedeuten Verfehlen eines Ziels. Konkret und im übertragenen Sinn also Verfehlung und werden im deutschen Bibelübersetzungen mit Sünde wiedergegeben. Wulfila im 3. Jahrhundert. Er übersetzte das Wort Gottes ins Gotische, also die erste Bibel in germanischer Sprache, circa 800 Jahre vor Luther. Vor Luther gab es 16 deutsche Bibelübersetzungen. Wulfila übersetzte Hamartia mit Werk. Das deutsche Wort Sünde hat eine gemeinsame westgermanische Wurzel mit Worten anderer germanischen Sprachen, im Englischen Sinn, altnorwegisch Sund, der als Partizip mit der Bedeutung das Seiende auf die indogermanische Wurzel es, sein, althochdeutsch Sinn, zurück. Im Deutschen wurde Sünde erstmals als christlicher Begriff gebraucht. Da, wenn ihr mögt, etwas aus der Wulfila-Bibel und hier der Link zur Wulfila-Bibel. Das einfach als Hinzufügung. Eine volksetymologische Deutung führt es auf das germanische Sund zurück, weil Sund eine Trennung zweier Landmassen durch eine Meerenge bezeichne. Dem wird jedoch entgegengehalten, dass Sund im Gegenteil eine Enge, also eine Verbindung, zum Beispiel eine Meerenge bezeichnet. Das Wort lässt sich nach einer anderen Erklärung allerdings vom altnordischen Verb sund herleiten. Es bedeutet trennen, aufteilen, absondern. Heutiges Skandinavisch sondre, Schwedisch von der zerbrochen. Damit wäre ein Sund eine Landtrennung oder ein Bruchspalt. Der Schlüsselvers zu Hamartiologie der Sünde ist Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle
haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Die Lehre von der Sünde. Erstens, erste Mose befasst sich mit dem Ursprung und dem Ergebnissen der Sünde. Zuerst beschäftigt sich 1. Mose mit dem Ursprung der menschlichen Sünde. Ursprung der innewohnenden Sünde, Nomen, also Gesetz der Sünde. Weiter zeigt 1. Mose die Ergebnisse der Sünde. Persönlich führt Sünde zum Tode. Weltweit verursacht Sünde die Sintflut sowie die Vernichtung von Sodom und Gomorra, dann die Kriege und so weiter und so fort, dann die 70. Danielsche Jahrwoche, dann der große weiße Thron, also die Hölle, Gehenna. So, einige ganz einfache Gedanken zu Hamartologie, also Lehre der Sünde. Ich zeige nochmals, wo man das finden kann. Und zwar unter bibelkreis.ch, hier in diesem Forum. In diesem Forum kann man sich da oben rechts einfach anmelden und dann kann man weitere Gedanken, Fragen und so weiter hinzufügen. Es würde mich freuen, wenn man einen Kommentar geben könnte. Diesen Kommentar kann man jederzeit auf meine E-Mail-Adresse abgeben. Meine E-Mail-Adresse kann ich nochmals hier zufügen. Gehe nochmals zurück auf Hamartologie und da unten werde ich jetzt noch meine E-Mail-Adresse hinzufügen. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch einen guten Tag.